Wir schauen uns heute Project Box an, den Playable Teaser für ein Five Nights at Freddy's Fangame, was absolut genial aussieht und einen sehr geilen Artstyle hat. Allgemein sieht auch Freddy sehr, sehr geil aus in seiner Form. Ich kann euch jetzt schon sagen, das Ganze hat nur 2 Nächte. Es ist halt wie gesagt nur ein spielbarer Teaser, aber ansonsten hat das Spiel mega viel Spaß gemacht und ich würde sagen, let's go, schauen wir mal rein. Auf geht's. Wir sitzen in einer Box, wo wir verdächtig sind. Okay, keine Ahnung, was hier los ist. Hallo Puppet. Puppet ist süß. Ihr mag Puppet, oder? Ich weiß nicht, wer ist euer Lieblings-Five Nights at Freddy's Charakter? Meiner ist auf jeden Fall Puppet und Chica. Ich mag Chica einfach so sehr. Okay, wir gehen erstmal in die Kameras rein und schauen uns erstmal hier ein bisschen um. Wir haben hier einmal... Wow! What the fuck, was ist jetzt los? Oh, hi, Balloon Boy. Hi, hi. Hi, was machst du hier? Lass bitte meine Kameras in Ruhe, mein ganzes anderes Zeug bitte auch. Was Funtime Freddy da jetzt macht, I don't know. Ich weiß es leider nicht. Wir schauen, wie gesagt, erstmal die Kameras durch. Okay, wir haben da hinten Foxy, die Kamera geht irgendwie nicht. Okay, dann gehen wir mal kurz hier raus. Hello. Er hat auf jeden Fall richtig Lust, die ganze Zeit uns zu begrüßen. Ich weiß leider nicht, wer es ist. Aber ist okay. Das ist doch relativ, wer hier redet. Dann schauen wir mal. Was haben wir hier eigentlich? Okay, wir haben hier den Switch. Auf der 3 haben wir dann die... Okay. Oh, bitte. Hallo? Gehst du bitte, 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 bitte. Komm schon. Dankeschön. Mach das wieder an. Okay. Ich habe keine Ahnung, wann hier irgendwer kommt. Aber haben wir Soundcues dafür vielleicht? Das wäre natürlich sehr, sehr cool, wenn wir Soundcues hätten. Jo. Es hört sich auf jeden Fall danach an, dass hier gleich irgendwas kommen sollte. Ich weiß es nicht. Drehen uns aber nochmal kurz um. Oh mein Gott, alter Schwede. Okay, wir hätten auf der anderen Seite gucken müssen. Das Ding ist, ich glaube, dass er auf beiden Seiten kommt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber er wird auf beiden Seiten kommen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Okay, lass uns nochmal in die erste Nacht reinschauen. Let's go. Okay, geh mal raus aus der Box, weil die Box ist auf jeden Fall... Ich weiß jetzt nicht, für was wir die genau brauchen und warum wir da drin hiden müssen und was weiß ich. Aber wir werden es auf jeden Fall sehen, beziehungsweise uns verstecken müssen. Okay, gehen wir mal wieder in die Kameras und gucken mal hier. Okay, wir haben ihn hier auf der linken Seite. Das heißt, theoretischerweise müssen wir dann einfach... Wir haben hier. Hier sind wir. Das heißt, wir haben einmal links, einmal rechts. So, und er kommt ja von der linken Seite. Also ich... Wow. Könnte er bitte aufhören, die ganze Zeit unseren Strom auszuschalten? Hier wird nichts geklaut. Nicht du. Verstehst du das? Hör auf zu klauen. Okay, er ist immer noch da auf der Seite. Das Ding ist... Okay, wir haben hier auf jeden Fall Ritter Bonnie. Wenn ich es richtig sehe. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Man sieht es nicht so gut, leider. Okay, da ist Ennards Maske. Ich weiß halt nicht, wo er mit dem Hai die ganze Zeit herkommt. Ne? Exit Camps. So, das Ding ist, müssen wir jetzt hier auf der Seite drauf achten. Hier ist auf jeden Fall Diner. Ich weiß jetzt nicht, ob es auf der anderen Seite auch so ist. Ne, Entrance, okay. Wir haben hier auf jeden Fall eine Entrance und einen Diner, okay. Hello? Hör jetzt auf, uns zu begrüßen die ganze Zeit. Der ist... Oh, wow, das war sehr, sehr gutes Timing. Hi, Balloon Boy. Hallo? Darf ich drücken? Danke. Das war einfach verdammt gutes Timing, würde ich sagen. Ich finde aber, diese Details, die sind sehr, sehr cool hier, so den Rand drumherum. Wisst ihr, was ich meine? So dieses Rimlight und sowas. Man sieht auf jeden Fall, von wo das Licht ungefähr kommt. Aber von wo kommt der denn jetzt? Oh, hi. Okay, wir halten mal die Tür. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange wir das halten müssen. Okay. Wow. Wow, er macht das Glas kaputt. Okay. Interessant, wir haben es jetzt 1 Uhr, okay. Das sieht irgendwie so aus, ob die Uhr irgendwie ein bisschen kaputt ist, oder? Kann das sein? Hallo, Balloon Boy. Niemand mag dich, weil du klaust immer nur. Okay, wir gehen mal dann auf die 6. Ich weiß halt jetzt wirklich nicht, ob noch was anderes kommt. Ich weiß auf jeden Fall, dass es schon mal irgendwie in die Richtung was gab zum Spielen. Aber ich habe es halt nicht gespielt und das ist halt, glaube ich, so ein bisschen problematisch. Da haben wir wieder... Funtime Freddy. Okay. Hier siehst du halt nichts auf den Camps, ne? Also jetzt nichts, wo ich sagen würde, so, ist jetzt übertrieben wichtig. Okay. Das hört sich mal an, als ob der direkt neben uns steht. Wow. 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 Okay, mach mal die Power wieder an. Wir gehen auf 4. Ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt Freddy gleich wieder kommt. Das
Kommt hier auf der anderen Seite überhaupt jemand? Das wäre jetzt die Frage. Und für was brauchen wir die Kiste? Das ist jetzt... Es sagt halt die ganze Zeit Hello, aber wer? Wer redet denn hier mit uns? Ich würd gern ein richtiges Gespräch mit dir führen, außer dieses Hi die ganze Zeit. Hi. Der sieht so creepy aus, ne? Also ohne Scheiß. Dafür, dass es halt Pixelart ist, sieht der verdammt gut aus. Und wer hat jetzt... Wait, der hat das Ding zweimal gecrackt jetzt, ne? Das sieht mir bald dann raus, ob der die Scheibe einfach nur einschlagen will. Und ich habe keine Ahnung, wie spät es ist. Ich sehe es nämlich nicht. Okay, machen wir mal unseren Timer wieder sichtbar. Okay, wir haben es jetzt gleich... Doch, hier, der kleine Zeiger bewegt sich. Seht ihr das? Okay, interessant. Okay, wir gehen in Kamera-View. Mal auf die 7. Okay, er steht jetzt wieder da hinten. Er geht also immer wieder zurück. Das Ding ist, bleibt er der Einzige jetzt in der Nacht? Das wäre natürlich nochmal interessant. Und für was ist die Box gedacht? Hide in the Box? Vielleicht nochmal schauen, dass wir irgendwie ein bisschen Verdächtigkeit dazu bekommen. Also, das heißt halt verdächtig, aber ich weiß halt nicht, für was das jetzt genau ist. Vielleicht brauchen wir das aber halt auch einfach erst später und nicht direkt jetzt. Okay. Okay, Freddy ist noch nicht da. Interessant. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass es eine etwas niedrigere Framerate hat. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber man merkt es so ein bisschen, dass es halt, naja, etwas laggy dahergeht. Aber es ist prinzipiell jetzt auch nicht so dramatisch. Es ist ja nur ein Teaser, der spielbar ist aktuell. Okay, dann gehen wir nochmal in unsere Kamera gucken, würde ich sagen. Okay, wait, raus aus der Kamera. Nach links, ich glaube, er steht schon dort. Ja, hi. Boah, der sieht so creepy aus. Komm schon. Ja, okay. Sobald er da vorschlägt. Okay, krass, er hat die Scheibe eingeschlagen. Okay, wir gehen jetzt aber nochmal kurz hierher. Okay. Balloon Boy, du hörst bitte damit auf. Okay, wir haben es gleich 6 Uhr. Das ist sehr, sehr gut. Das Problem ist jetzt aber, was macht er, wenn die Scheibe eingeschlagen ist? Das wäre jetzt nochmal interessant zu wissen. Springt er einfach rein? Da steht er doch wieder. Der Heini. Okay. Aber es sieht halt wirklich so aus, als ob die Uhr irgendwie kaputt ist. Aber hey, wir haben es fast 6. Okay, wir sollten gleich mit der ersten Nacht fertig sein. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn er gleich hier stehen würde. Aber dieses Hello, wer redet denn die ganze Zeit? Wer bist du? Hi. Oh oh. Okay. Wir haben den Switch wieder umgeschaltet. Wo? Hallo, es ist 6 Uhr. Hallo? Wie wär's? Wenn du... Boah, ich wollte gerade sagen, holy shit. Dankeschön. Es geht doch. Okay, erste Nacht haben wir geschafft. Interessant. Mal gucken, was die Nacht Nummer 2 zu bieten hat. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also ich mag so diesen Pixel-Art-Style wirklich sehr, sehr gerne. Okay, mal sehen, was uns jetzt erwartet. Ich vermute mal, dass wir jetzt einen weiteren Gegner dazu bekommen werden. Neben Balloon Boy und Freddy. Gehen wir hier. Da steht das doch schon wieder, unser Freddy. Ja, da, wer ist das denn? Ist das Spring Bonnie oder ist es Bonnie? Ich kann es nicht erkennen. Ich kann es nicht genau erkennen. Es sieht aus wie Bonnie. Wir werden es gleich sehen. Ach Mensch, Balloon Boy. Ah, der hat es aber auch mit seinen Batterien, oder? Oder mit seinem Strom, den er dauernd ausschalten will. Was ist los mit ihm? What? Die ist immer noch kaputt, die Scheibe? Okay, jetzt wird es auf jeden Fall interessant, weil wir werden danach sehen, was passiert, wenn die Scheibe nicht mehr da ist. Wir müssen jetzt auf 2 verschiedene Dinge achten. So, jetzt ist aber immer noch die Frage, was sollen wir mit der Box anfangen? Das ist halt das. Es ist schon sehr, sehr interessant zu wissen, was wir damit hätten anfangen sollen. Ah ne, das ist nur als Bonnie, okay. Okay, Freddy ist auf jeden Fall schon auf dem Weg zu uns. Da ist er. Den habe ich vorhin nämlich hier gar nicht gesehen. Interessant. Oh ja. Mal sehen, was wir bei Bonnie machen müssen, weil... Müssen wir dann wieder zuhalten oder müssen wir irgendwas anderes machen? Das Ding ist, ich weiß jetzt nicht. Freddy wird gleich neben uns stehen. Er ist schon da, glaube ich. Oder?
Wir warten kurz. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Er darf auf jeden Fall nicht reinkommen. Wir dürfen die Tür nicht loslassen. Okay, ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Okay, also verstanden habe ich jetzt nicht ganz, was los ist. Aber ich glaube, wir müssen dann in die Box gehen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Wir haben hier hinten einmal Bonnie und dann haben wir hier einmal Funtime Freddy. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch... Funtime Bonnie ist oder nicht. Er sieht aus wie der normale Bonnie. Kann auch jemand anders sein, ich kann es halt noch nicht ganz erkennen. So, dann wollen wir mal gucken. Das Ding ist halt, müssen wir wirklich in die Box gehen dann? Wir probieren es einfach aus. Es ist das Einfachste, was wir machen können. Ausprobieren und gucken, was passiert. Bis jetzt ist er ja nur auf Freddy und auf ihn achten. Ansonsten sollte das eigentlich ganz okay sein. Prinzipiell finde ich das Spielprinzip aber auch allgemein von jedem Five Nights at Freddy's Teil sehr, sehr cool. Und er steht immer noch dahin. Oh nee, jetzt ist er nach vorne gekommen. Okay, Bonnie, du kleiner Saubeutel. Okay, Freddy ist halt wieder zwischen diesen ganzen creepy Dingern. Der ist so cringe, ne? Oh, ohne Witz. Er ist einfach cringe. Weiß nicht, Clowns sind halt immer so ein Ding für sich. Weiß nicht, warum die immer so creepy sein müssen. So, jetzt müssen wir erst mal gucken. Wenn wir wissen, dass Freddy so oder so gleich... Okay, Freddy müsste gleich links neben uns stehen. Hide in the box, hide. Und ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Oh! Bro! Da bitte rausgehen. Tür zu. Guter Junge. Okay, das heißt, wir müssen bei ihm dann in die Box. Okay, interessant. Bonnie! Ich hoffe, das ist halt auch Tür zu halten. Okay. Nicht witzig. Die schlagen also gegen die Türen. Bis die kaputt sind und dann versuchen die reinzukommen. Okay, interessant. So, dann gucken wir mal. Oh, er ist schon wieder hier. Wie schnell ist er denn bitte? Aber wer hier? Ich weiß nicht, ich glaube, Ennard wird sich noch mitbewegen. Ist jetzt nur eine Vermutung. Ist jetzt nicht, dass ich irgendwas weiß, aber ich denke mal, Ennard wird es auf jeden Fall auch noch was machen. Bewegen die sich etwa während die sprechen? Oder bin ich jetzt komplett neben mir? Ich habe irgendwie ein bisschen die Vermutung, dass die während die... Wir haben ein Problem. Ah, er sieht im Dunkeln anders aus. Einmal bitte raus. Oh, wow, das war echt fucking knapp. Okay, wir gucken jetzt aber mal, wo Bonnie ist. Der sieht im Dunkeln einfach komplett anders aus. Das ist echt krass. Okay, Bonnie ist immer noch auf der 1. Das passt eigentlich. Das ist nicht so dramatisch. Aber ich finde auch diesen... dieses Design von den beiden sehr, sehr cool. Ich glaube, jetzt können wir uns mal nach rechts bewegen langsam. Bevor Bonnie uns hier die Scheibe eindrischt. Okay. Ja gut, wir können es glaube ich nochmal umdrehen. Und jetzt sollte er da sein. Ja, sage ich ja. Oh, das sieht so cringe aus, ne? Ja, Bonnie ist auf jeden Fall nicht mein bester Freund in dem Spiel. Schlag bitte. What the fuck? Das ist ganz beschissenes Timing. Okay, wait. Wir können also... Ah, okay. Ich verstehe. Also, wir hätten uns natürlich auch... Ja, wow. Woher sollte ich das jetzt wissen, dass du schon da bist, mein Freund? Wir haben zwei Möglichkeiten, die abzuwehren. Einmal das mit den Türen zuhalten. Das ist klar. Und einmal in der Box verstecken, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich glaube, das sind so die beiden Dinge, die wir benutzen können, um diesen Jumpscares auszuweichen. Okay, wir haben erstmal Balloon Boy weggemacht. Freddy wird jetzt eins weiter sein. Ich vermute mal, der ist jetzt auf... Ne, der ist immer noch da hinten, okay. Das ist ein bisschen langsam. Also, bist du ein bisschen schläfrig? Was ist eigentlich das hier, Junge? Was bist du? Du bist ja richtig wunderschön. Du bist ein wunderschönes Wesen. Okay, wir gehen mal kurz auf die 3 und gucken, wie spät es ist. Okay, ist immer noch gleich spät. Es sieht halt wirklich so aus, als ob die einfach nur kaputt ist, die Dings, ne? Okay, Freddy sollte jetzt hier vorne sein.
Wie gesagt, er sieht im Dunkeln anders aus, wie wenn er im Licht ist. Interessante Sache auf jeden Fall. Okay. Wir mal gucken, dass wir... Das Ding ist ja, ich weiß halt... Okay, ist auf jeden Fall gutes Timing, dass wir direkt hier sind. Ich weiß halt jetzt nicht, wie die sich bewegen. Prinzipiell glaube ich, dass wenn die reden, dass sie sich dann bewegen, weil er ist jetzt hier und er ist auch schon hier. Das heißt prinzipiell, dass wir uns gleich erstmal in unserer Box verstecken sollten. Okay. Umso näher die kommen, umso lauter wird halt auch einfach dieses Gerede von denen. Hi. Hi in der Box. Ciao. Machst du, Gitte, dass du die Tür aufmachst? Oh, er knallt die halt einfach übelst auf. Der guckt mal die Augen an, die sind so cringe. Oh, ist na wundervoll. Auf die 2 bitte einmal anmachen und direkt auf die 5 gehen. Ja, wir halten die Tür schon zu. Alles gut, alles gut, alles gut. Beruhig dich. Lass bitte unsere Scheibe ganz. Dankeschön. Das war jetzt super knapp eigentlich. Aber es ist okay gewesen. Kriegen wir hin. Ich weiß halt nicht, ob Puppet sich noch bewegen wird oder sowas. Das wäre natürlich auch nochmal so ein Ding für sich. Okay, wir haben ihn jetzt da hinten. Wir gehen jetzt erstmal auf die 3, gucken nach unserer Zeit. Wie spät was haben wir? Wir haben es 2. Okay, noch 4 Stunden. Das sollten wir aber eigentlich hinbekommen. Ich finde es jetzt auch momentan nicht so übertrieben schwer. Weil es gibt ja bestimmte Five Nights at Freddy's Spiele, die sind halt schon krass schwer. Bei ihm haben wir halt 2 Kameras dazwischen. Was die Kamera hier angeht, keine Ahnung, die geht irgendwie nicht. Okay. Der macht immer... Ich weiß nicht, Balloon Boy, du bist so... Du hast so ein bisschen Batterieschaden, oder? Wir können dir auch welche besorgen, ist gar kein Problem. Gibt bestimmt jemanden, der welche übrig hat. Okay, er ist jetzt hier und er hier. Das ist eigentlich gar nicht gut. Ob wir den Switch aber auch selber ausmachen müssen, weiß ich gar nicht. Das wäre auf jeden Fall super interessant. Hello. Nein, ja. Okay. Wir gehen jetzt ganz kurz auf die Kameras. Watson, er ist immer noch da hinten. Okay. Freddy sollte jetzt auf der 4 sein. Oder gleich zumindest. Wir müssen warten, bis er da ist. Und dann können wir uns verstecken. Er sollte jetzt... Ja, sage ich ja. Da kommt er doch schon. Ach, der Balloon-Boy ist halt einfach genau im richtigen Moment immer da. Ne? Das ist so super nervig. Okay, Tür zu. Hallo, Phantom Freddy. Gehst du bitte wieder raus? Dankeschön. Hau rein. Niemand mag dich. Vielleicht mag dich doch jemand. Ich weiß es nicht. Okay, direkt auf die 5, weil ich glaube, Bonnie ist schon da. Okay. Bonnie, tu was. Wow. Dieses Knallen an der Tür, das ist halt schon, schon Next Level Shit. Okay, die sind ja jetzt erstmal wieder zurückgesetzt. Also können wir erstmal auf unsere Zeit gucken. Okay, wir haben es jetzt 3, das heißt noch 2 Stunden. Wir haben es 4 schon, okay. Das heißt, wir haben es eigentlich schon ziemlich weit geschafft. Das ist sehr, sehr gut. Das Ding ist halt, ich weiß jetzt wirklich nicht, wie das ist, wenn ich die Türen mal nicht zuhalte. Okay, er ist schon dort. Okay, Bonnie immer noch da hinten. Und ja, wer hätte es gedacht, Balloon Boy nimmt uns wieder unseren Switch weg. Also auch super creepy, ne? Er sieht so cringe aus. So. Einmal bitte auf die 4 gucken. Gehen wir nochmal auf unsere 1 und gehen einfach mal in die Kameras rein. Ich glaube, er wird jetzt hier dazwischen sitzen. Ja, haben wir ihn doch. Okay, Bonnie ist hier. Das Ding ist halt, die kommen halt fast zeitgleich. What the fuck? Das hat sich super, super, super nah angehört. Ich will halt nicht vorher reingehen, weil dieses Ding halt ist, dass wenn ihr vorher reingeht, das ist halt... Ach, der macht natürlich wieder das Licht aus jetzt. Mach an, geh auf die 6 und rein da. Die brauchen halt eine Weile, ehe die reinkommen, ne? Das ist erstmal klar. Okay, ich wusste es, dass Freddy jetzt reinkommen wird. Das ist schon creepy, dieses Gesicht so an der Seite. Hold. Ja, hi, alles gut. Du kannst bitte wieder verschwinden. Jetzt geht die nächste Scheibe kaputt. Schwierig. Das Ding ist halt wirklich, wenn wir das so gemacht hätten, dass die vielleicht ganz bleiben. Wisst ihr, was ich meine? Dass wir uns halt in der Box hätten verstecken können. Okay, wir haben die zweite Nacht noch nicht geschafft. Ich wollte gerade sagen, wir haben die zweite Nacht geschafft. Wow.
Haben wir noch nicht. Noch nicht. Es dauert noch. Okay. Der Zeiger hier ist super nervig. Aber wir sollten es eigentlich gleich haben. Zumindest ist es die zweite Nacht. Yay! Nacht Nummer 2. Es sieht aber auch schon cool aus. Er ist auch so viel Fell, oder? So ganz viel Fell. Der Endscreen von den Nächten ist halt auch sehr, sehr geil. So als ob so, hey, guck mal, das ist halt einfach irgendwo in der Botanik. Find him. Das ist gerade gelesen oben. First Night. Okay, also es gibt also aktuell nur zwei spielbare Nächte, die wir beide gespielt haben. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Full Game davon, weil Project Box sieht sehr, 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 sehr gut aus. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst dem Ganzen gerne ein Like da. Und vergesst natürlich nicht zu abonnieren. Hilft natürlich mir und dem Channel. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen restlichen Abend. Danke fürs Reinschauen. Bye, bye.